Menschen ketten sich an Bäume, um sie zu retten. Was wir hier sehen, ist das genaue Gegenteil. 29 gerade gepflanzte Bäume gefällt, weil sie von Menschen unrettbar angesägt wurden. Auf den ersten Blick wohl, damit der neue Radweg daneben in ein paar Jahren keine Bodenwellen bekommt. Damit willkommen zu einer neuen Woche mit Ihrer Lokalzeit hier live aus Düsseldorf. Die Säge ausgepackt haben die Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Krefeld, nur Stunden bevor der Radweg eingeweiht werden sollte. Spuren einer unglaublichen Tat. Auch diesen Baum haben die Unbekannten angesägt. Er ist der einzige von insgesamt 30, den die Feuerwehr nicht entfernen musste. Alle anderen drohten umzukippen. Der Schaden 50.000 Euro. Allgemeines Kopfschütteln bei den Krefeldern. Dann lese ich heute Morgen in der Zeitung, dass diese Schwachmaten die Bäume angesägt haben und so weiter. Also kein Verständnis dafür. Echt nicht. Kann man gar nicht. Wir sind froh, dass wir Bäume haben. Und aber wird sowas passiert. Hoffentlich finden sie die. Aber schwierig, ne? Die Stadt versucht alles, um es ein bisschen schöner zu machen für die Bürger. Und dann gibt es immer wieder eine Gruppe, die dagegen spricht und es dann zunichte macht. Gestern Nachmittag hatte die Stadt die Strecke offiziell in Betrieb genommen, bei bestem Radfahrwetter. Da wussten die meisten Krefelder schon, was passiert war. Polizei und Staatsschutz ermitteln, aber konkrete Hinweise auf die Täter gibt es bislang noch nicht. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von Leuten vorgeht, die ohne jeden Sinn und Verstand junge, gesunde Bäume absägen. Also in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie man so blöd einfach sein kann, um das höflich zu sagen. Man könnte da noch ganz andere Ausdrücke benutzen. Wäre natürlich schön, wenn man diejenigen kriegt. Immerhin gibt es ein mögliches Motiv. Wurzelschädenpräventionsmaßnahme haben Unbekannte auf den Weg neben einem Baumstumpf geschrieben. Sie machen sich offenbar Sorgen, dass die Wurzeln in Zukunft die Fahrbahn zerstören könnten. Bei Twitter schrieb die Radfahrerbewegung Critical Mass Krefeld gestern dazu: Unbekannte haben den neuen Radweg sicherer gemacht. In 10 bis 15 Jahren wäre der Radweg ein Fall für die Sanierung. Die Planung der Bäume war von vornherein ein großer Fehler. Der Account wurde inzwischen gelöscht. Tatsächlich können Wurzeln wie hier in Düsseldorf-Oberkassel Radwege in Buckelpisten verwandeln. Aber für genau diesen Fall hat der Bauherr der neuen Promenade, der Kommunalbetrieb Krefeld, vorgesorgt. Wir haben das im Vorfeld erkannt im Rahmen der Planung und bestimmte konstruktive Dinge im Untergrund eingebaut und bestimmtes Substrat verwendet, Wurzelraum zur Verfügung gestellt, um das Anheben der Oberfläche zum späteren Zeitpunkt zu verhindern. Die Sorge um künftige Schäden nach Angaben des Bauherrn also völlig unbegründet. Und das macht die Zerstörungsaktion vom Wochenende umso überflüssiger.